Leute, heute wird hier mal ein bisschen der Schlitten geritten, denn das hier ist unser wunderbarer Holzschlitten, den wir hier vorbereitet haben in der Schlittenfahrwelt und man kann hier schon einige Upgrades machen, wie ihr auch schon an meinem Nachbarn sehen könnt, denn das hier ist nicht ein gewöhnlicher Schlittensimulator, sondern heute wird tatsächlich eine Bahn gefahren. Man kann hier tatsächlich Bahnen fahren und sich ansehen, wie die so abgehen und desto mehr Bahnen man fährt, desto mehr schaltet man frei. So, wir haben hier die erste kostenlose Bahn. Die können wir einfach so fahren. Da setzt man sich rein und dann kann man hier einfach ganz gemütlich die Bahn einfach fahren. Und unser Ziel ist es, jede einzelne Bahn mindestens zu fahren. Und man kann bei manchen Bahnen auch rückwärts fahren. Wow! Und da dreht es einen sogar. What? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wir fahren jetzt rückwärts einfach. Schaut euch das an. Alter, da war gerade einfach diese Kugel. Oh mein Gott, okay. Jetzt fahren wir die gesamte Bahn wieder rückwärts. Jetzt machen wir einen Turbo-Twister. Und wir kommen vorwärts wieder raus. Cool. Alles klärchen. Das war die erste Bahn. Alter, guck mal, der Typ ist, glaube ich, sogar ein Deutscher. Der hat sogar Heideland draufstehen auf seinem Ding. Okay, dann haben wir hier nochmal die anderen Ausgänge von den anderen Rutschen, denke ich mal. Hier sind überall die Ziele. Hier haben wir nochmal ein Board, wo man draufschreiben kann, wer der Schnellste war. Das waren die Fastest Laps. Keine Ahnung, wie man das hinbekommen kann, dass man noch schneller fährt. Vielleicht braucht man dafür ein besseres Schiff sozusagen, beziehungsweise einen besseren Schlitten. Ne? Und das hier ist übrigens der Lift, der einen wieder nach oben bringt. Das ist eine coole Sache. Das ist ein Lift, der recht schnell geht. Und wenn man vorwärts drückt, kann man tatsächlich schneller fahren. Ich verstehe. Okay. Das heißt also, man kann tatsächlich bremsen, man kann sich umdrehen und man kann sich allgemein bewegen, auch während der Rutsche. Gut. Dann probieren wir das Ganze mal aus und fahren jetzt mal nochmal die zweite Rutsche und schauen uns das mal an. So, wir haben hier nochmal eine vierte Rutsche, da muss man 60 Runden gefahren haben, damit man die fahren kann. Aber wir lassen jetzt erstmal den einen Typen hier erstmal vorfahren, damit er uns da nicht die ganze Zeit im Weg steht. So, der hat sich jetzt da eingeklinkt und der fährt jetzt erstmal los. Okay, gut, dann sind wir als nächstes dran. Wir fahren rein, free ist das Ding und es geht los. Wir sind drin, Start! Okay. Alles klärchen. Ich würde mal sagen, jetzt geht's richtig los. Okay, hier ist ein Holzabteil. Alles klar. Dann fahren wir hier weiter. Oh, hier steht dran, slow machen. Oh mein Gott. What? Okay, okay, okay. Oh, ich verstehe. Ich glaube, man kann... Wow, wir drehen uns die ganze Zeit. Ich glaube, wenn man richtig gut fahren möchte, dann kann man hier ein bisschen was sozusagen drücken. Ich muss hier nämlich, glaube ich, ein bisschen lenken, damit ich nicht zu sehr hier drinne. Oh, okay, okay, okay. Jetzt fahren wir rückwärts ins Ziel. Okay, ich war nicht unbedingt super schnell. Ich war nicht zu krass. Okay. Wir versuchen es am besten nochmal neu. Wir gehen mal back zum Spot. Oh, wir könnten da Teleport in 9, 8. Okay, gut, da kann man eigentlich auch gleich den Lift benutzen. Dann kommt es beides aufs Gleiche raus. Ist der Lift schneller oder der Teleport? Okay, es ist der Teleport gewesen. Gut, wir schauen uns das Ganze mal an. Man kann hier auf jeden Fall irgendwie lenken und das irgendwie ein bisschen anders fahren. Das Problem bei mir ist, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man da richtig lenken. So, wir haben einmal hier nochmal andere Rutschen. Und zwar hier haben wir die zweite Slide. Dafür muss man 10-mal gerutscht sein. Ich glaube, da können wir uns sogar 10 Laps hier einfach kaufen, ne? Beziehungsweise wir kaufen uns am besten einfach mal die 25 Laps. Oder? Warte mal. 10 Laps kosten wie viel? Die kosten 50. Okay, dann sind wir mit 25 auf jeden Fall besser dran. Holen wir uns einfach für 100 Robux mal 100 Laps. Und dann haben wir hier unsere 25 Laps, meine ich. So, dann gehen wir hier mal rein und haben mal hier die dritte Rutsche gekauft und schauen uns das Ganze mal an. Also, ich gebe mal Gas. Okay, es ist... Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Ich bin gerade auf den Kopf gefahren. Oh, jetzt drehe ich mich die ganze... Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so ganz gut im Fahren. Okay. Alles gut, alles gut. Ich lenke gegen, ich lenke gegen. Hier ist einfach so eine Rutsche mit so einer Eishöhle. Okay, jetzt können wir aber rückwärts fahren. Okay, okay, okay. Ich fahre rückwärts sowieso immer am besten. So, okay, okay. Ich glaube, man kann hier... Oh, jetzt bin ich wieder vorwärts dran. Okay, man kann hier auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen gut im Fahren ist, dann kann man das hier besser machen. Die Runde war bei uns gar nicht gut. Gar nicht gut, hä? Hier kann man mit Only for Vehicles... Oh, was? Man kann hier sogar mit einem Auto runterfahren. Ah, dafür benötigt man so einen Schneeschieber hier. Okay, ich verstehe. Das könnte vielleicht interessant sein. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Okay, wir begeben uns jetzt aber erstmal nochmal zu einer anderen Rutsche. Schauen wir uns mal die Rutsche an, wo man noch mehr Laps braucht, ja. Die dritte Slide ist es dann. Wir haben jetzt nämlich insgesamt schon 29 und dann können wir hier eigentlich auch schon fast die 30. fahren. Müssen wir uns nur nochmal 25 holen. Müssen wir so oder so machen, falls wir die 60er fahren wollen. So, dann sind wir hier bei 54 und holen uns erstmal die hier. Okay, und fahren jetzt erstmal hier durch. Oh mein
Gott. Okay. Ich gebe Gas. Da ist ein Polarbär. Und ich versuche jetzt gerade zu bleiben, okay? Ich versuche jetzt... Oh, ich drehe mich die ganze Zeit, okay? Jetzt bin ich gut dran. Oh, jetzt habe ich dich wieder gedreht. Das ist nicht so gut. Okay, Rückwärtssalto. Jetzt bin ich... Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ein riesiger Eisdrache. Was, Alter? Und jetzt müssen wir hier so schnell wie möglich eigentlich in dieses Loch da wieder in der Mitte reinfallen. Opa, komm schon. Wie kann ich denn da reinfallen? Ah, ich bin nicht so... Warte mal, bremsen. Ich glaube, wir müssen bremsen, damit wir langsamer werden. Ja, genau. Okay, und wir sind durch. Okay. Alles klärchen, das war also jetzt die, da musste man in diesem Teller herumfahren. Nun ja, ich glaube, ich muss das ein bisschen abändern und zwar, ich muss nämlich immer darauf achten, wie schnell ich fahre. Ich glaube, ich fahre immer zu schnell und wenn ich zu schnell fahre, dann sorgt das immer dafür, dass ich immer hinfalle. Aber schauen wir mal in die Garage rein, okay? Wir können uns schon einen neuen Dings hier holen, einen neuen Fahrer sozusagen. Wir können uns entweder einen Spoiler hinten dran bauen, wir können uns einen Totenkopf vorne dran bauen, okay? Kostet das Geld, wenn man sich das daran baut? Ich weiß es nicht. Also, wir können uns auch Skins drauf machen. Oh, okay, cool. Da können wir hier zum Beispiel Green Stripes oder Roblox. Wir können uns hier so ein Roblox-Ding holen. Oh, yeah. Oder vielleicht so eins hier. Bam, so einen grünen. Okay, fett, der ist richtig nice. Und dann können wir uns hier jetzt noch einen Spoiler hinten drauf machen. Jetzt haben wir hier einen Spoiler hinten drauf. Dann können wir uns noch ein Glascockpit drüber machen. Was? Wie sieht das denn aus? Oh mein Gott. Und dann nochmal vorne ein Bumper natürlich. So. Und dann natürlich noch den Totenschädel vorne drauf. Natürlich. Und was haben wir da noch? Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, kann ich das hier... Ja, Tatsache. Okay, 80 Runden brauchen wir für die Single Rocket. Okay, sieht ganz cool aus. Außer das Glascockpit, das finde ich nicht so cool. Und eigentlich finde ich auch den Totenkopf nicht so cool. So, okay, gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal unser... Oh, Alter. Okay, unser Schlitten sieht schon ein bisschen cooler aus. Ich finde den grün sogar gar nicht mal so übel. Okay, dann können wir hier nochmal die nächsten 5 Laps kaufen, um auf 60 hochzukommen. Und dann schauen wir mal, wie die letzte Runde hier aussieht. Wir fahren... Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, aber nicht zu viel, damit wir das Ding hier gut schaffen können. Okay, okay. Oh mein Gott, ist das ein Speedtunnel? Wow! Okay, das ist einfach nur ein Speedtunnel gewesen, der sozusagen einfach nur durchgegangen ist. Alles klärchen. Gut, dann haben wir den auch schon mal geschafft. Wobei ich sagen muss, tatsächlich hat mich die letzte Runde ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir da ein bisschen mehr vorgestellt, aber es ist, wie es ist, okay? Gut, wir gehen mal hier auf Labs und dann gucken wir mal das Winter Service Vehicle. Ja, holen wir uns jetzt auch mal und schauen uns das ganze Ding mal gemeinsam an. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das am besten macht, aber wir müssen, glaube ich, da in die Ecke fahren und dann einfach mal dieses Geländeding hier nehmen, oder? Ist es hier diese geheime Fahrt oder muss man das von unten aus machen? Ich glaube, man muss es sogar von unten machen, deswegen lass uns mal am besten nochmal hier die schnelle Runde hier nochmal nehmen und dann von unten aus werden wir dann gleich mit diesem Vehicle wahrscheinlich dort den Eintritt sozusagen bekommen, dass wir dann sozusagen losfahren können. Wir schauen uns das Ganze mal an. Junge! Okay, das war schnell. So, okay. Das heißt, also wir haben uns jetzt eigentlich schon fast alles gekauft, was es in diesem Spiel gibt, ja. Damit sind wir dann auf jeden Fall schon mal komplett durch. Und wir haben dann hier Only 4 Vehicles. So, das heißt also, wir gehen jetzt hier hin und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Only 4 Vehicles. Kann ich hier vielleicht da reinfahren und mir dann so ein Vehicle hier holen? Funktioniert das? Ich glaube... Aha! Okay. Damit haben wir jetzt das Auto gewechselt und haben jetzt hier so ein Vehicle. Okay. Und jetzt können wir hier einfach so hochfahren. Oder? Funktioniert das? Ich glaube schon, oder? Also, es müsste eigentlich funktionieren. Only 4 Vehicles steht da dran, aber ich komme da nicht durch. Wie soll ich das denn machen? Warte mal, ich gucke mal. Kann ich theoretischerweise mit diesem Vehicle hier den Lift einfach hochfahren? Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Dabei habe ich hier gar keine Schienen dran, sondern ich habe hier eigentlich Reifen dran. Naja, es ist, wie es ist. Gut, aber dann können wir jetzt gleich mal gucken, ob wir vielleicht von oben aus runterfahren können. Weil eigentlich gibt es hier diese Straße extra für dieses Auto. Und ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, dass das funktioniert. Deswegen lassen wir ausprobieren, ob es vielleicht von oben funktioniert. Nee, nicht so ganz. Es will nicht funktionieren. Also es ist abgesperrt. Oh nö. Okay, alles klar. Das heißt also, wir können also jetzt unsere Labs hier im Auto fahren. Was? Das ist total bescheuert. Niemals, oder? Oh mein Gott, jetzt fahren wir hier im Auto die ganzen Strecken nochmal. Okay,
Ich würde sagen, es hat sich nicht gelohnt, sich das Auto zu holen. Holt euch auf gar keinen Fall das Auto, wenn ihr dieses Spiel hier spielt. Man kann damit gar nichts machen, okay? Ist ein bisschen stressig und lohnt sich nicht. Schade, dass es nicht funktioniert hat, weil eigentlich habe ich gedacht, das funktioniert. Wow! Jetzt hat es sich richtig gedreht, ey. Okay. Jetzt fahre ich hier die letzten paar Runden nochmal durch. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon fertig. Meine werten Damen und Herren, das war der Bobschlitten-Simulator mit den schnellsten Bobschlitten, die es überhaupt nur gibt, wo man nicht die Vehicles benutzen kann, um hier durchzukommen. Es ist sehr traurig und ich weine manchmal. Manchmal weine. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!